Scheiße, die Kerle kommt hier aus dem Arsch. Bei dem Transport. Aber durch den Dolly, der ist übertrieben, den braucht er nicht normalerweise. Der hat wie lang der Dolly, was? Ja, der Dolly ist normalerweise, dass der mehr Gewicht laden kann, so wie das der Achsdruck verteilt wird. Weil du kannst rechnen, in Deutschland, beziehungsweise in Europa, hast du pro Achse 10 Tonnen Achsdruck zulässig. Ja, die Achsen können zwar etwas mehr haben, aber ganz grob. Lenkachse beim LKW ist 7,5 Tonnen und jede andere Achse, Zwillingsbereift, ist 10 Tonnen. Ganz wie mal Daumen. Kommt mal drauf an, ob du Pendelachse hast, bevor wir vom Notebaum Pendelachse aufliegen. Der hat zwei Achsen pro Achslinie. Das heißt, der hat
eine Pendelachse und hat daneben noch eine Pendelachse. Das zählt als zwei Achsen. Dieser zwei Achsen? Ja. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Also hat er auf einer Achslinie, hat er eigentlich vier Achsen. Ja, du kannst also dann auf einer Achslinie ab zu 40 Tonnen. Ja, also das, aber Pi mal Daumen pro Achse bei so einem Auflieger, der hat eine durchgehende Achse, links und rechts Zwillingsbereifung, also 10 Tonnen. Hinten 20 Tonnen, am Dolly 20 Tonnen, also hat er ganz grob 40 Tonnen Zuladung. Damit 40 Tonnen geht auch wieder nicht ganz sauber, bei Eigengewicht vom Auflieger müssen wir davon abziehen. Also 30 Tonnen Zuladung, 10 Tonnen der Auflieger. 30 Tonnen ist aber schon ganz schön als Zuladung. Ja. Ein Generator von der Windkraftanlage liegt etwa bei 160 Tonnen. 160 Tonnen? Nur der Generator. Da hast du die Narbe noch nicht, da hast du die Flügel noch nicht. Also nur der Generator. Die Flügel werden immer separat transportiert. Und die Narbe auch. Und die Narbe auch, ja. Die siehst du ja immer auf der Autobahn nur als stehen, wenn du morgens fährst. Genau. Turmteile, kommt drauf an, was du hast. Wie lang ist denn eigentlich so eine Flügel? Die neuen Flügel sind jetzt 70 Meter. 70 Meter? Also länger als die Halle. Hey, ich kann es immer irgendwie, ich krieg das nicht geschätzt, wie, oder wenn man so gerade vorbeifährt, wie hoch das Ding ist. Flügel, die großen, die neuen, liegen meistens bei einer Ladehöhe zwischen 3,90 Meter und 4,10 Meter komplett. Also kommt auf den Auflieger drauf an, wo sie drauf sind, aber zwischen 3,90 Meter und 4,10 Meter ist die Höhe. Und dann sprichst du also einen Meter runter, hast du 3,10 Meter Durchmesser oder 3 Meter Durchmesser vom Flansch, wo an die Narbe angeflanscht wird. Und dann, wenn dir schon mal aufgefallen ist, wenn du so einen Teletrailer hast, siehst im Auszug diese viereckige Löcher drin, schon mal aufgefallen ist. Kann sein. Muss man aufpassen, wenn du vorbei fährst. Die Löcher sind im halben Meter Abstand. Und dann ist ganz einfach zählen, wie weit hat er ausgezogen. Da weißt du schon mal, was er Auszug hat. Und dann von dem Verhältnis kannst du dann die Achslinie vorne hinten, kannst du selber so ein bisschen schätzen, wie lang der ist. Halben Meter sind die Löcher. Die Löcher, die viereckigen Löcher sind einen halben Meter auseinander, weil der kann um einen halben Meter kann der den länger oder kürzer machen.